Mental Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digital Upgrade. Ich bin der Tino und das ist der Basti. Und heute rede nicht nur ich, sondern auch der Basti. Wir haben nämlich ein wunderbares Gerät vorbereitet, das wir heute vorstellen wollen. Das ist völlig richtig. Und den Vorgänger von diesem Gerät, das wir heute vorstellen wollen in dieser Gadget-Sendung, da haben wir uns schon mal angeschaut, haben wir schon mal vorgestellt. Und zwar geht es wieder um eine Kamera der Firma Kodak. Und heute geht es um die Kodak ZI-8. Das ist wieder so eine kleine Pocket-Kamera. Wie ihr sie sehen könnt, ist sie wirklich klein und auch dünn. Wir können ja mal ein iPhone daneben halten, damit ihr mal einen echten Vergleich habt. Das ist das iPhone, das ist die Kamera. Fast gleich groß. Genau, dann lass uns doch mal kurz ein bisschen genauer die Kamera anschauen. Das machen wir natürlich gerne, Basti. Ich musste mich nur schnell erlauben, meine QuickTime-Aufnahme zu starten. Ich erlaube es. So, dann gucken wir uns mal die Kamera so ein bisschen genauer an. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. So, wow. So, da haben wir jetzt die ZI-8. Das ist alles so ein bisschen wackelig gerade, so wie es aussieht. Stell es doch mal auf den Tisch. Okay. Dann leuchtet es nicht so brutal da drauf. Oh ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. So, da haben wir jetzt die ZI-8. Ist relativ klein, hat ein bisschen mehr Knöpfe als die ZI-6 das hatte. Und ich würde fast sagen, Kodak hat so ziemlich alle Kritikpunkte, die ich an der ZI-6 hatte, ausgebessert. Und die ZI-8 ist so toll, dass ich sie mir selber zugelegt habe. Noch nicht. Ah, doch, ja, mittlerweile schon. Also. Dass ich mir sie selber zugelegt bekommen habe. Ich habe sie mir zu Weihnachten gewünscht und ich werde diese Kamera auch bekommen. Gehen wir mal kurz auf die ganzen Kleinigkeiten ein, die sie hat. Also zum einen mehr Knöpfe, das ist sehr angenehm. Einen versenkten Ein- und Ausschalteknopf. Das heißt, sie geht auch nur wirklich nur an, wenn ich ein bisschen länger drauf drücke. Und sie kann jetzt verschiedene Modi. 1080p, 720p mit 60 Frames, 720p mit... Das ist ein bisschen... Ja, das wird sie nicht hinbekommen. 720p mit normal und ein ganz normales Standard-Definition-Signal. Und ich kann natürlich immer noch Fotos damit machen. Die hardware-technischen Neuerungen, die es hat, ist der USB-Eumel. Geht jetzt ein bisschen anders raus. Also es ist nicht mehr ein Knopf, auf den man leicht draufkommen kann und schnappt das Ding raus, sondern man muss hier unten so eine Klappe aufmachen. Aber jetzt kommt hier so ein flexibles USB-Steckerchen raus. Das bedeutet, wenn ich es jetzt in mein Notebook einstecke und es liegt nicht mehr ganz gerade, heißt es nicht, dass es irgendwie der Anschluss abbricht oder so, sondern jetzt ist, ja wie gesagt, es ist flexibel und ja, es funktioniert sehr, sehr angenehm und funktioniert sehr gut. SD-Karten-Slot für SD-HC-Karten, nichts Besonderes, würde ich sagen, hatte die alte auch schon. Ganz neu ist der HDMI-Ausgang. Das ist echt toll. Ich kann jetzt so einfach über den Mini-HDMI-Anschluss mit dem beiliegenden Kabel das Ganze an meinen großen LCD anschließen, der ja normalerweise HDMI-Eingang hat, und ich kann dann Bild und Ton in 1080p drauf übertragen und plötzlich macht es halt doch sehr viel Sinn, so einen riesigen Fernseher zu haben. Die ganz tolle neue Neuerung ist dieses kleine Loch hier oben. Das ist der Mikrofoneingang, weil das war das größte Manko an der ZI-6, dass man kein Mikro anschließen konnte. Gibst du mir gerade mal hier unser Maschinengewehr? Und wir haben hier jetzt zum Beispiel ein Rode-Mikrofon und das hat nichts Besonderes, sondern hier so einen Klinkenstecker und ich kann den halt jetzt hier einfach einstecken und ab sofort nimmt die Kamera jetzt von diesem Mikro auf. Ich kann natürlich da auch irgendein Handmikro drin einstecken. Ich kann dieses Rode-Gerät jetzt da unten hinschrauben an den Stativanschluss, den die Kamera hat. Ja, und plötzlich kriege ich halt richtig top Audioqualität dann auch noch raus. Also nicht, dass das Mikro jetzt schlecht wäre, aber zum Beispiel, wenn es stark windet oder so, dann brauche ich halt schon so einen Windschutz, so wie ich ihn halt jetzt hier habe. Und das kann ich kann natürlich nicht die ganze Kamera in so einen Windschutz reinstecken. So, jetzt stecke ich das mal wieder aus. Und ich würde mal sagen, so im Grunde ist das alles, was man dazu sagen kann zu der Kamera selbst. Eine Sache noch zum Netzteil. Das ist recht gut gelöst, weil es ist nicht irgendein proprietäres Kabel, sondern es ist ein USB auf diesen Steckerkabel. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt ein Netzteil mit haben. Ich kann es also auch am Notebook zum Beispiel laden. Und das Netzteil hat so klickbare Steckerbeinchen für verschiedene Länder. Nicht schlecht. Ich würde sagen, so viel zum Thema neue Hardware der ZI-8. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir natürlich auch mal, wir können jetzt viel über die Hardware dieser kleinen Kamera reden,
Aber was ja wirklich wichtig ist, ist, was hinten dabei rausfällt. So ist es. Da haben wir natürlich uns wieder mal nach draußen begeben, um die wahre Wirklichkeit anzuschauen und ein paar Sachen aufgenommen. Heute waren wir zum Mittagessen bei einer bekannten amerikanischen Baguette-Fabrik. Na, man wird sich das vorstellen können. Auch wenn man den Dateinamen nachher liest, weiß man es eigentlich. Und da haben wir eine der Besonderheiten der ZD8 ausprobiert, und zwar den sogenannten Makromodus. Die ZD8 hat nämlich einen normalen Modus, mit dem man sehr schön im Alltag filmen kann. Und der Makromodus ist eben dafür da, wenn man ganz besonders nah an Sachen reingeht, dann fokussiert der normale Modus eben nicht mehr richtig, und der Makromodus macht es im Vergleich dazu hervorragend. Und wie gut er das macht, das schauen wir uns doch mal hier in diesem leckeren Sandwich an. Lecker. Könnt ihr euch das vorstellen? Mach mal Fullscreen direkt noch. Also wir sehen schon, man hat ungefähr so einen Schärfebereich so von 5 bis 20 Zentimetern. Und der funktioniert wirklich sehr gut. Oh Mann, schön. Das ist wirklich, also Fullscreen. Und das ist halt jetzt volle 1080p Auflösung. Also das ist nicht irgendwie so für Mädchen, nein. Das ist richtig... Das ist auch für Mädchen. Ja, 1080p gibt es auch für Mädchen. Richtig, also das ist ein bisschen rosa Stich dann, aber ist okay. Also diesmal, mir fällt gerade ein, das habe ich damals bei der ZD6 einfach vergessen. Ich habe nämlich aus Versehen dann die Originalfiles gelöscht. Diese Files stellen wir euch mit in den Blog-Eintrag rein, die Originaldateien, dass ihr euch das mal angucken könnt, wie sowas aussieht. Wir haben nochmal ein Makro gemacht, und zwar von einem Stück Baumrinde. Und da sieht man schon, hier bin ich mal ein bisschen weiter weggegangen und jetzt wieder ein bisschen näher. Genau, und da sieht man jetzt ganz schön. Und jetzt habe ich gleich nochmal zurückgeschalten, on the fly in den normalen Modus. Und jetzt bin ich weit weg, hat trotzdem wieder scharfes, klares Bild. Und ihr seht schon, es ist recht hell draußen. Und wir haben trotzdem ein schönes Bild. Genau. Das bringt uns auch eigentlich zu einer der nächsten Fähigkeiten, mit der die ZD8 ganz klar die Vorgängermodelle aussticht, und das ist das Verhalten bei starkem Gegenlicht. Also man kennt es ja meistens, wenn man mit einer Filmkamera rausgeht, hat man das Problem, dass man nur so gut filmen kann, wie eben einem das Licht nicht entgegenscheint, weil sobald man direkt in die Sonne oder an der Sonne vorbeischeint, hat man nur noch ein weißes Bild. Oder im schlechtesten Fall macht die Blende zu, dann hat man gar kein Bild mehr. Genau. Und das macht die ZD8 eben hervorragend. Und wir waren hier in der Umgebung, vielleicht kennt ihn jemand, das ist der Icarus. Der hat uns besucht, überraschend, und hat gesagt, Mensch, wenn ich schon vorbeikomme, da könnt ihr mich doch auch ein bisschen an mir vorbeifilmen. Und das Besondere ist, das Wetter hat natürlich auch gepasst, wenn der Icarus kommt. Also viel Schnee war draußen, das heißt, es reflektiert auch von überall sehr viel Sonne. Und jetzt sehen wir, ich habe mitten in die Sonne reingefilmt, und alles, was wir haben, ist ein bisschen Lensflare, aber ich kann immer noch alles erkennen. Okay, mal, ich genau, also hier, da, der obere Bereich, so hier, überhalb dem Baum, ist einfach mal die Sonne gewesen. Und trotzdem können wir immer noch, ich kann immer noch das Schild lesen, da steht Pucher im Ort drauf, ist durchgestrichen. Und das ohne Probleme, und alles, was man halt sieht, ist hier unten jetzt dieses so ein bisschen Lensflare, das da drin ist, aber das ist halt einfach eine optische... Steht zwar Buchheim Bahnhof drauf, aber ist egal. Klugscheiß, das hätte keiner gemerkt. Genau, und trotzdem kann man es noch ziemlich gut lesen, und ich muss da nichts so umstellen, also die Kamera macht es einfach, und sie hat halt dieses perfekte Hosentaschenformat. Ich kann die also immer dabei haben, und dann, wenn ich sage, oh Mensch, da ist jetzt irgendwie eine schöne Szene, zack, filme ich die einfach mal. Und hier sehen wir halt jetzt schon, ich habe zum einen einen sehr dunklen Bereich, den Hintern vom Icarus praktisch völlig im Schatten. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand irgendwie belästigt dadurch. Und den Rest in der prallen Sonne, aber Schatten, dein Stichpunkt. Schatten ist natürlich immer dann vorhanden, wenn es nicht viel Licht gibt. Eben genau den Gegensatz von viel Licht ist wenig Licht. Und das hat man ganz oft, wenn man auf Veranstaltungen ist, vor allem auf Konzerten oder wenn man in der Schule ist und unter der Bank rausfilmen muss. Oder mir fallen da noch ganz viele andere Möglichkeiten an, wo man nicht so viel Licht zur Verfügung hat. Und da besticht die ZD8 wiederum mit einer Wahnsinnsqualität, also ich war selber brutal überrascht, es ist fast kein Rauschen zu sehen, auch in den ganz dunklen Bereichen nicht. Und was rede ich da großartig drum rum?
Wir schauen uns das am besten an. Gibt es die Videos dazu schon im Netz? Wahrscheinlich mittlerweile also schon. Sobald diese Sendung in den Feed kommt, gibt es diese Videos dazu im Netz. Wir waren auf einem Konzert und haben für den Luftgitarren-Contest mit einer bekannten deutschen Comedy-Metal-Band gedreht. Gedreht, genau. Und jetzt machen wir doch mal Play. Machen wir mal den Ton an. Dann haben wir ja auch Ton. Ob man den Ton sieht. Ich sehe den Ton. Gut. Ja, da läuft dann zwischendurch mal, das bin wahrscheinlich ich, der da durchgelaufen ist. Und wir sehen können, es gibt eigentlich dann nur die Fluter, also die vorne auf die Tribüne eben leuchten. Und alles andere ist nicht beleuchtet. Und ich finde, das sieht wahnsinnig gut aus, wie die Qualität da eben so zu sehen ist. Ja, also ich war jetzt wirklich überrascht. Ich hatte jetzt gedacht, nimmst du mal diese ZD8 mit, stellst du mal hinten hin. Und wir nehmen einfach eine Totale davon auf. Und wenn es halt nicht funktioniert oder wenn es verrauscht ist, dann machen wir das Ganze schwarz-weiß. Dann haben oh, jetzt hast du sogar Slow-Mo. Ne, das, oh, alter Falter. Dann machen wir halt das Ganze schwarz-weiß und legen so ein bisschen Körnungsfilter drauf, wenn das nichts von selbst macht. Aber brauchen wir nicht. Also wir sehen, obwohl es stockdunkel ist und die Herren da vorne voll beleuchtet werden von so ein paar Flutern, sind sie trotzdem nicht überbelichtet. Man sieht zum Beispiel hier bei Ralf immer noch seine knallrosanen Haare. Toll, also ich bin wirklich begeistert für so eine Kamera, die man einfach mal mitnehmen kann, wie gesagt, die in die Hosentasche passt. Wahnsinn. Ja. Was noch? Du kannst mal wieder groß machen. Ich mach uns mal wieder groß. Was natürlich ein Wahnsinnsvorteil ist an der ZD8 im Vergleich zu allen anderen Vorgängern, die ZD8 hat jetzt, wie wir es schon mehrmals gesagt haben, nimmt sie eben Full HD auf. 1080p, das heißt, jeder, der einen super Fernseher zu Hause hat, kann das jetzt auch wirklich nutzen, ja, mit seinen Selfmade-Videos, wenn er zum Beispiel im Tierpark Hellerbrunn die Affen filmen will oder woanders eben. Es gibt natürlich auch die altbekannten Modi, die wir auch alle schon mal angesprochen haben, und zwar unter anderem die 60 Frames pro Sekunde, ja, mit der man wahnsinnig coole Slow-Motion-Effekte erzeugen kann. Und was gibt es, was ist noch toll? Also sie kann halt, wie gesagt, noch Fotos machen. Ein 5-Megapixel-Sensor ist da drin. Das heißt, Fotos, die ihr damit macht, fallen in 5 Megapixel raus. Und wie wir schon sehen können, an diesen Aufklebern, die habt ihr vorhin gesehen, so Facebook und YouTube, diese Videos, die hier hinten rausfallen, sind H.264 MPEG-4s. Und ihr könnt sie somit direkt zum Beispiel auf YouTube hochladen. Und YouTube hat ja jetzt 1080p-Video. Ja, genau. Und das heißt, ihr könnt die volle Qualität von der Kamera direkt hochladen. Ihr müsst sie nicht umkodieren. Wenn ihr sie umkodieren wollt, für alle Windows-User, es ist eine Software dabei, mit der ihr da auf die Kamera zugreifen könnt. Und also sie meldet sich als ganz normaler Wechseldatenträger an. Aber es ist eine Software dabei zur Medienverwaltung. Und auf dem Mac funktioniert sowieso mit iMovie zusammen. Also einfach in iMovie reinziehen, der kann mit diesen Formaten umgehen. Und so kann man also doch ganz schnell auch mal ein bisschen mehr dazu schneiden. Also wie gesagt, ich bin begeistert und ich bin sehr froh, dass ich so eine Kamera zu Weihnachten bekommen werde. Wir haben natürlich nicht nur positive Sachen festgestellt. Es gibt nach wie vor ein paar Mankos, die zum einen natürlich auch immer bedienerabhängig sind und auch natürlich einen Anwendungszweck angehen. Zum einen hatte ich das Problem, dass ich trotz allem, dass der Knopf hier an der Seite sehr tief liegt, wenn man so Actionfilme drehen will, kommt man da doch auch hin. Also das ist keine Garantie dafür, nur weil der Knopf versetzt ist oder in derselben Ebene ist, dass man ihn nicht drücken kann. Zum anderen haben wir als eigentlich größtes Manko festgestellt, dass man eigentlich nur selber filmen kann, aber nur andere und nie sich selbst, weil die ZD8 hat eben, wie ihr es auch jetzt sehen könnt, keinen Spiegel integriert neben der Linse, sodass ihr nie wisst, wenn ihr die Kamera vorhaltet, was ihr eigentlich tatsächlich filmt. Das können wir gleich mal sehen, wo das hinläuft. Wir haben nämlich da auch einen Clip dazu. Ich glaube, das ist dieser Kamikaze-Clip da. Genau. Also hier sieht man, ich mach mal kurz nochmal groß. Und den Ton haben wir jetzt ausgemacht, gell? Den brauchst du ja nicht, oder? Nee, ist nicht so wichtig. Also man sieht halt einfach, ich habe nicht gesehen, wo ich hinfilme. Das ist halt ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal von diesem Fleischberg im Vordergrund absieht, ist das Bild dann wieder wundervoll. Ja, also jetzt plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, ist das Bild plötzlich um 200% besser geworden. Sollten wir vielleicht dich aus dem Podcast rausschneiden?
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, brauchst du eine große Schere für. Ja, was kostet die ZD8? Wo kann man sie kaufen? Kaufen kann man sie überall, am besten mit einem Affiliate-Link von Digital Upgrade oder auf der Webseite bei uns. Ich würde sagen, das war fast auch fast die richtige Einblendung. Ja, da ist es. Die ZD8 kostet 180 Euro momentan OVP. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sie natürlich auch billiger. Nee, 160 Euro ist der Amazon-Preis. Ach so, okay. Genau. Also das ist der billigste Preis überhaupt sozusagen. Haben wir gleich den richtigen Preis rausgesucht. Wenn ihr sie kaufen wollt und uns dabei gleich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich über unsere Webseite tun. Wir werden euch da Affiliate-Links hinstellen. Also ganz, ganz ohne Flachs. Die Kamera ist toll, sonst hätte ich sie mir nicht zu Weihnachten gewünscht. Und also ich bin begeistert. Ich bin auch total begeistert. Vielleicht gewinnt sie ja mal jemand. Man weiß es nicht. Oder vielleicht hat sie ja schon jemand gewonnen. Das könnte natürlich sein. Also viel kann man jetzt kaum noch dazu sagen. Ach ja, doch, da fällt mir noch was ein. Es gibt zu dieser Kamera im Zubehörhandel, zum Beispiel bei Amazon, auch noch eine Fernbedienung. Wenn ihr die also auf ein Stativ schraubt, wie gesagt, Stativgewinde ist ja vorhanden, könnt ihr die auch zum Beispiel remote auslösen. Okay. Ihr könnt, glaube ich, sogar den digitalen, also sie hat einen digitalen Zoom drin, keinen optischen, aber wie auch. Oh, da fällt mir natürlich noch ein Software-Feature ein, und zwar die zwei gelben Dreiecke, die zwei gelben Klammern, die da oft aufgehen. Oh ja, natürlich. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Kamera macht so eine Art Face Recognition, das... sieht zwar nur so aus, wie man es gewohnt ist, also wenn man filmt, wird meistens ein Gesicht fokussiert, ja, und das ist auch genau die Funktion von diesen weißen Klammern, die kommen, fokussiert eben immer das Gesicht, wenn Menschen im auftreten, und das macht meines Erachtens auch sehr viel Sinn, weil man möchte ja die Personen, die man filmt, auch tatsächlich scharf haben. Also wenn sie schon nicht von alleine scharf sind, dann stellt zumindest die Kamera sie scharf. Ja, manchmal ist das auf jeden Fall nötig. Ja, also wie gesagt, das ist eine sehr nette Funktion, weil so stellt die Kamera, das ist natürlich jetzt hier zum Beispiel bei dem, was wir jetzt gezeigt haben, nicht möglich, wenn natürlich das Gesicht nur halb im Bild ist, dann kann sie natürlich schlecht erkennen, dass es ein Gesicht ist, wenn dann nur zwei Augen und zwei große Nasenlöcher zu sehen sind, so wie jetzt in dem Fall. Das stimmt natürlich. Kannst du nochmal zeigen? Nö, kann ich nicht. Tada! Ja, genau. Und das funktioniert tatsächlich wirklich gut, auch auf größere Entfernung, wenn das Gesicht nur relativ klein ist. Habe ich gestern Abend mal wieder, wo wenig Licht war, auf einer Feier ausprobiert. Unglaublich gut. Und plötzlich hat man halt die Personen, die einen angucken, in der Schärfeebene drin und nicht irgendwo was. Nicht nur einen hellen Fleck, genau. Genau, also wir haben da auf jeden Fall, wie gesagt, ein Autofokus ist drin. Punkt. Ja, was können wir noch erzählen? Da haben wir zwar jetzt kein Lower Third vorbereitet, aber was immer gilt natürlich, besucht uns auf unserer Fanseite bei Facebook, die ihr unter facebook.com/digitalupgrade findet. Richtig. Und worüber wir uns natürlich auch immer freuen, schaut doch mal in unseren Wunschzettel vorbei. Da ist bestimmt das eine oder andere, worüber wir uns auch freuen würden, wenn das bei uns ankommt. Andere Zuschauer machen das auch. Ihr könnt es nicht glauben. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für die reichlichen Spenden, die wir da bekommen. Also wir haben ein bisschen was mal bekommen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und was wir auch noch bekommen haben von euch, und da auch nochmal vielen Dank, sind viele, viele Bewertungen bei iTunes. Mhm. Tropfelt immer mal wieder eine neue rein, und wir haben nach wie vor sehr, sehr gute Sternchenzahlen. Also da können sich andere noch eine Scheibe abschneiden. Also vielen Dank an euch, dass ihr uns da schöne Bewertungen gegeben habt. Macht das fleißig weiter. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns mal eine E-Mail, dann können wir da daran ein bisschen schrauben. Und wenn es euch gefällt, dann lasst es doch die Welt wissen. Zum Beispiel über ein Review bei iTunes. Und wenn ihr noch nicht reviewed habt, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. iTunes starten und einloggen und zack, Review schreiben. Das wäre ganz toll. Ich würde sagen, wir haben hiermit das Ende erreicht. Das Ende ist nah. Sehe ich auch so. Vielen Dank, Basti, dass du dir Zeit genommen hast, dich hier mit mir sehen zu lassen. Sehr gern, ebenso. Du musst anfangen, ich weiß nämlich nicht, wie unser Ausstiegsspruch geht. Achso, ja gut, also damit sind wir auf jeden Fall am Ende der Sendung, und ihr wisst jetzt mehr über die Kodak ZI8, und ich würde sagen, das war Digital Upgrade, und ihr wurdet
Geupgraded. So, das probieren wir nochmal. Du sagst es diesmal richtig. Upgraded. Das kriege ich einfach nicht hin. Das kann man nicht wieder sagen. Die nächste Show ist die beste. Das habe ich mir jetzt mehr merken können. Nein, das ist ja jetzt inzwischen eine Lüge. Okay, gut. Das ist immer die jetzige Show. Jede Show ist die beste. Gut. Richtig. Also, wir spulen zurück. Also, das war Digital Upgrade und ihr wurdet Upgegraded. Also da müssen wir tatsächlich mal dich ins Bootcamp schicken. Das müsste eigentlich so sein, dass da jemand sitzt und das mit so Schildern. Ja, wirklich, weil das fällt mir jedes Mal wieder. Also wenn jemand hier nicht operaten möchte, sondern lieber Schilder halten möchte, dann nehmen wir auch gerne Damen in kurzen Rücken. Ah ja, bevorzugt. Die Tino upgegradet, so ein ganz großes Schild hinhalten und den Computer auf die Seite. Dann übrigens hier, wenn ihr mal gucken wollt. Kannst du mal auf Stopp drücken? Pass mal auf. Ah. Das ist schon fies hier. Hier ist echt gefährlich. Ja. Genau. Wir hören mit dem Recording auf und heute machen wir nur ein ganz kurzes After-Geplänkel, weil wir haben nämlich noch was aufzuzeichnen, was momentan Secret. Noch top secret ist. Und ja. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, jetzt könnt ihr dann demnächst, wenn wir die roten Stühle hier reingetragen haben, könnt ihr uns anskypen und eure Erfahrungen zu kleinen Kameras uns mitteilen oder zum Beispiel, wenn ihr gerne mit eurem Handy Videos aufnehmt, sei es ein iPhone, sei es ein Nokia Ericsson, sei es andere Firmen, Nokia, die ich nicht Ericsson kenne. Ist gut. Dann lasst es uns doch bitte wissen. Und ja, das war's. Ciao.